Was ist, wenn ich euch sage, dass ihr für 30 Euro einen Computer kaufen könnt, den ihr als Retro-Spielkonsole, als Home-Server oder als Büro-PC benutzen könnt? Also jetzt wirklich 30 Euro. Get the fuck out of here. Oder wenn ihr Glück habt, sogar für weniger. Get the fuck out of here. Und das ist jetzt nicht so ein schön gerechneter Preis, wo man in der Realität noch super viel Zeug dazu kaufen muss. Das ist wirklich inklusive Netzteil, Gehäuse und Datenträger. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, geht um gebrauchte sogenannte Thin-Clients, die ja schon seit längerem ziemlich angesagt sind und wirklich eine super Alternative zu Raspberry Pi und Co. darstellen. Weil Raspis ja bekanntlich schon seit Monaten nicht oder sehr schlecht lieferbar sind. Ich habe mir für dieses Video zwei Thin-Clients besorgt. Einmal den HP T620 für 30 Euro inklusive Versand und einmal den Dell Wise 5070 inklusive Versand für 97 Euro. Ich habe die beiden lüfterlosen Computer als Spielkonsole, Home-Server und Linux-Desktop getestet. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Dieses Video wird gesponsert von NordVPN. Ihr könnt mit NordVPN viele praktische Dinge machen, zum Beispiel Geld sparen. Wollt ihr zum Beispiel einen Flug oder Mietwagen buchen, beeinflusst der Ort, an dem euch die Buchungswebsite vermutet, häufig den Preis. Da kann ein Mietwagen schon mal ein paar hundert Euro weniger pro Woche kosten, wenn ihr euch mit NordVPN einfach irgendwo anders hintunnelt. Mit dem NordVPN-Client könnt ihr mit ein paar Mausklicks einfach ein paar Länder durchprobieren. Exklusiv über nordvpn.com/CT3003 bekommt ihr Rabatt aufs 2-Jahres-Paket und die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Und falls ihr später merkt, dass ihr es doch nicht gebrauchen könnt, ihr habt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Werbung Ende. Ah, ich habe noch was Wichtiges. Wir suchen immer noch Leute zur Verstärkung des 3003-Teams. Und zwar Leute, die sich tolle Technikthemen ausdenken, die recherchieren und die als Skript aufschreiben können. Also keine Leute, die das Video produzieren, sondern Leute, die sich mit Technik auskennen und Bock haben, das für 3003 aufzuarbeiten. Da unten ist die Stellenanzeige. Also, dass ich ein Fan von Raspis bin, das dürftet ihr inzwischen mitbekommen haben. Zu Raspis haben wir hier bei 3003 ja schon etliche Videos gemacht. Allerdings haben ganz viele von euch bei den letzten Videos gesagt, ach, Raspis, die sind doch komplett over. Wir coolen Nerds sind längst auf gebrauchten Thin-Clients unterwegs und bauen damit unsere Plex-Server und Nasse und Raketenwissenschafts. Station. Ich muss zugeben, dass mich das zuerst etwas irritiert hat, weil Thin Clients ja nun gerade per Definition das Gegenteil von Servern sind. Also Thin Clients sind ja dafür da, möglichst klein und sparsam zu sein, weil die Software halt nicht auf den Clients laufen soll, sondern auf Servern. Also die Thin Clients zapfen einfach nur die Server an. Aber wenn ihr das sagt, dann muss ich das natürlich ausprobieren. Und ich habe dann also zwei gebrauchte Thin Clients bestellt. Und der erste ist der HP T620, den man wirklich an sehr vielen Ecken im Internet hinterhergeworfen bekommt. So zwischen 20 und 40 Euro könnt ihr rechnen. Und da drin steckt der Dual-Core-Prozessor AMD GX217A, der höchstens mit 1,65 GHz taktet und schon 2013 vorgestellt wurde. Also schon ziemlich antik. In der von mir getesteten Version stecken 4 GB RAM drin und eine 16 GB SSD. Mein zweiter Thin Client ist ein Dell Wise 5070, den ihr so ungefähr ab 80 Euro bekommt. Und da steckt ein Quad-Core-Chip drin und zwar ein Intel Celeron J4105 mit 1,5 GHz. Das ist Technik von 2017, also schon etwas moderner. In meinem Testgerät sind 8 GB RAM und 64 GB Flash drin. Und ganz wichtig übrigens, das sind x86 CPUs, also PC-Standardarchitektur und nicht die von Raspis genutzte ARM-Architektur. Und 80 Euro sind übrigens immer noch im Raspi-Preisbereich. Wenn ihr viel Glück habt, dann bekommt ihr einen blanken Raspi 4 mit 2 GB für 50 Euro, aber ihr braucht ja zusätzlich noch Netzteil, Gehäuse und Datenträger und da seid ihr dann schnell auf, ja, 80 Euro. So, und wenn ihr jetzt denkt, Thin Clients, nutzen die nicht immer so komische Betriebssysteme mit so komischer Terminal-Software und irgendwelchen Fernwartungskram? Yes, ja.
Ja, ja, das ist korrekt. Auf beiden meinen Thin Clients hier war Windows Embedded bzw. Windows IoT, also ein Windows, was man so zudengeln kann, dass man damit wirklich ausschließlich bestimmte Sachen machen kann. Eines der Windows hatte tatsächlich keinerlei Dateizugriff. Also ich konnte nicht mal auf den eigenen Download- oder Dokumenteordner zugreifen. Aber ist ja auch egal, da wo wir hinwollen, brauchen wir eh kein Windows. Das ist ja eine wichtige 3003-Weisheit. Je langsamer ein Rechner, desto mehr will man Linux haben. Dazu haben wir schon mal ein Video gemacht. Also weg, weg, weg mit Windows. Aber das ist leichter gesagt als getan, denn standardmäßig booten beide Thin Clients nicht von USB-Datenträgern. Da muss man erst in die BIOS-Einstellung. Ja, aber wie? Tatsächlich wusste ich von beiden Geräten, welche Taste man fürs BIOS drücken muss und habe das aber mit so durchgängigen Hämmern auf die jeweilige Taste nicht hinbekommen. Ja, man muss die im richtigen Moment drücken, und zwar kurz bevor das Boot-Logo verschwindet. Und zwar bei dem HP T620 ist das die F10-Taste, beim Dell-Wise die F2-Taste. Wenn ihr dann im BIOS seid, müsst ihr bei Boot Sequence auf den Eintrag gehen, wo was von USB steht, und diesen mit den Pfeilen ganz nach oben schieben. So sieht das bei Dell aus und so bei HP. Und danach booten die Teile eure Installations-USB-Datenträger. Und ganz kurz dazu, wie ihr sowas herstellt. Wenn ihr zum Beispiel Ubuntu installieren wollt, holt ihr euch auf der Download-Seite von Ubuntu die ISO-Datei und schreibt die mit der Software Balena Etcher, die gibt's für Windows, macOS und Linux, auf einen USB-Stick und zack, fertig. Und schon könnt ihr davon booten. Und wenn wir jetzt sowieso schon von Ubuntu sprechen, dann installieren wir das doch gleich mal. Funktioniert absolut problemlos. Und um die Schwuppdizität zu checken, nutze ich gerne den Browser-Benchmark Speedometer, der versucht abzubilden, wie schnell sich Websites anfühlen auf diesen Rechnern. Und ich habe auf allen Rechnern den in Ubuntu vorinstallierten Firefox benutzt. Ja, und während der Dell Quad-Core hier 47,7 schafft, sind es beim HP Dual-Core 18,5. Und der Raspi 4 schafft auf Raspberry Pi OS mit Firefox LTS nur 14,8. Und beim synthetischen Geekbench Benchmark setzt sich der Raspi 4 vor den HP Thin Client und der Dellwise erzielt das beste Resultat. Also mein persönliches Gefühl ist, dass ich den Dellwise 5070 als täglichen Arbeitsrechner mit Ubuntu nutzen könnte, ohne völlig durchzudrehen. Der Raspi 4 mit Raspberry Pi OS ging ja auch noch so gerade, aber der HP T620 fühlt sich für mich mit Ubuntu zu träge an. Das würde mich nerven. Aber Desktop ist ja eh nur ein Randthema. Viel mehr Leute wollen sich ja billige Home-Server bauen. Also habe ich auf den Thin Clients Open Media Vault installiert. Das ist eine NAS-Software, die ich sehr praktisch finde. Damit kann man auf USB-Festplatten oder SSDs, die an den Thin Client angeschlossen sind, übers Netzwerk zugreifen. Ja, und obendrein habe ich auch noch Plex als Film- und Serienserver installiert. Warum das super ist, dazu gibt es hier ein Video. Open Media Vault gibt es als eigene Linux-ISO, also einfach wieder auf dem USB-Datenträger booten und auf Installieren klicken. Die Installation geht wirklich straightforward, einfach immer Return drücken und dann hier den richtigen Datenträger auswählen und zack ist das Ding auf der internen SSD installiert. Und gleich schon mal einen riesen Vorteil gefunden gegenüber der Raspi-Version. Bei der x86 Linux-Version ist der Login-Screen von OMV animiert. Da wird so smooth in das Bild reingezoomt. Das ist bei Raspi nicht. Also schon mal toll. Wie ihr Netzwerkordner und Samba konfiguriert, das seht ihr auch in diesem Video hier. So, nun noch Plex installieren. Dafür habe ich alle Befehle zum Copy und Pasten direkt in die Videobeschreibung hier unten rein getan. Leider kürzt YouTube URLs, das heißt, könnt ihr die nicht mehr richtig lesen. Deswegen habe ich die URLs einfach so geschrieben, dass statt dem zweiten T in HTTPS ein Sternchen steht. Das müsst ihr dann manuell ersetzen. Ja, und wie läuft der denn nun, der Heimserver auf den Thin Clients? Da war ich erstaunt, nämlich super. Sogar mit dem total lahmen HP Dual Core konnte ich an die mit USB angeschlossene SSD über Samba, übers Netzwerk mit ungefähr 110 Megabyte die Sekunde schreiben und mehr würde auch ein schnellerer Server nicht schaffen. Allerdings geht der Dual Core an die 100% Auslastung beim Schreiben, also was anderes kann der Server gleichzeitig eher nicht mehr machen. Ich würde hier also nicht noch zusätzlich sowas wie Pi-hole oder Edgard installieren, was auf meinem Raspi 4 problemlos möglich ist. Ja, und Plex läuft auch absolut problemlos, aber natürlich nur, wenn er die Videodaten unverändert auf das Anzeigegerät schieben kann. Transkodieren geht auf der lahmen Kiste nicht so richtig. Das ist aber beim Raspi 4 auch nicht anders.
Aber der Delphin Client, der kann sogar transkodieren, wenn man den als Plex-Server verwendet. Im Test konnte der an einem LG-Fernseher Videodateien mit DTS-Ton plus Untertitel abspielen, ruckelfrei. Das geht mit Raspberry 4 und HP Dual-Core nicht. Der Hintergrund ist, dass viele Fernsehersteller sich die Lizenzkosten für DTS-Ton sparen und deshalb keinen Codec integriert haben. Der Videoserver muss den Ton also on the fly umwandeln und dafür ist der Raspberry 4 zu langsam, der Dell Wise nicht. Super geeignet als Plex-Server. Ja, und jetzt denkt ihr bestimmt, naja, aber der Delphin Client, der zieht bestimmt auch viel mehr Energie als so ein Raspberry. Erstaunlicherweise nur ein ganz kleines bisschen mehr. Mit einem angeschlossenen USB-Datenträger sind das bei Dell auch nur 5 Watt, wenn der Rechner gerade nichts macht. Der Raspberry 4 kommt im Idle auf 4 Watt, der HP Dual Core auf 7 Watt. Unter Last sind es beim Dell 13 Watt, beim Raspberry 10 Watt und beim HP 16 Watt. Ach ja, auch noch wichtig. Viele Thin Clients haben SATA Ports. Aber die Stromversorgung ist nicht für so eine 3,5 Zoll Platte ausgelegt. Die ganz großen davon brauchen ja schon im Leerlauf mehr als viele Thin Clients unter Last. Zudem braucht man da Adapterkabel und deswegen habe ich einfach hier fürs Video, weil es einfacher ist, USB-Datenträger verwendet. So, und jetzt nach dem ganzen Serverzeug nochmal ein bisschen Spaß. Was taugen die Thin Client als Retro-Spielkonsole? Dafür habe ich die Linux-Distribution Bartosera verwendet, bei der Emulatoren für alle denkbaren Computer- und Spielkonsolen vorinstalliert und vorkonfiguriert sind. Bartosera läuft auch sehr gut komplett von USB-Stick, man muss das also nicht installieren. Zum Spielen braucht ihr natürlich ROMs oder Disketten-Images und die bekommt ihr da drauf, indem ihr mit einem SCP-Client auf die IP-Adresse der Thin-Clients geht und als Login Root und als Passwort Linux eingebt. Das sind die Standardwerte von Bartosera. Die Dateien liegen unter User Data ROMs. Sollen wir vielleicht mal ein ganzes Video mit ein paar mehr Details so Bartosera machen? Schreibt es gerne in die Kommentare und liken natürlich und abonnieren, ihr wisst ja. So, jetzt erstmal Controller angeschlossen und losgespielt. Ich bin wirklich einigermaßen beeindruckt gewesen, weil der Dell Thin Client nicht nur die ganzen 8- und 16-Bit-Systeme packt, sondern auch Spiele neuere Konsolen wie Nintendo Wii oder PS2. Also nicht alle, aber zum Beispiel die PS2-Version von Tony Hawk 3 lief hier bei mir ganz wunderbar auf dem Dell. Beim HP Dual Core klappen natürlich nicht so viele Systeme, aber die üblichen verdächtigen C64, NES, SNES, Mega Drive, PS1 kann man darauf recht problemlos emulieren. Und hey, für 30 Euro inklusive allem, das ist schon billiger Spaß. Einen HDMI-Ausgang haben die beiden Thin Clients übrigens nicht, sondern nur DisplayPort. Da braucht ihr also einen Adapter, wenn ihr die an den Fernseher anschließen wollt. Mein Fazit. Ich bin echt wirklich überrascht, dass man mit antiken Thin Clients so viel machen kann. Und auch, dass der lahme Dual-Core HP für Open Media Vault und Plex ausreicht und genauso einen guten Job macht wie mein Raspberry 4. Nur leider hat der HP T620 eine höhere Leistungsaufnahme als ein Raspberry, weshalb ich den leider nicht uneingeschränkt empfehlen würde. Der Dell Wise 5070 liegt leistungsaufnahmemäßig fast gleich auf mit dem Raspberry 4, also der verbraucht wirklich nur minimal mehr, hat aber signifikant mehr Leistung. Also, dass der einige Sachen transkodieren kann in Plex, das ist schon wirklich super, wenn man den als Film- und Serienserver einsetzen will. Ja, und als Retro-Spielkonsole oder als Büro-PC definitiv super brauchbar. Und die Umwelt freut sich natürlich auch, wenn wir nicht immer fabrikneues Zeug shoppen, sondern auch mal einfach was Gebrauchtes. Also guckt euch die Dinger mal an und tschüss.